Zigarettenstummel, ja. Hä? Und? Sag schon. Ah ja, ich sehe nichts. Worauf willst du hinaus? Ich sehe nichts. Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Du meinst Zigaretten? Ja, sag ich doch. Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ist ja gut. Die fasse ich bestimmt nicht an. Hm. Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Boah, immer muss man alles erklären. Warum raucht jemand so viel? Hier hat jemand gewartet. Mhm. Genau das denke ich auch. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Warum tut jemand das? Weil derjenige etwas stehlen wollte. Hitch, wurde aber nichts geklaut. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Hm. Wenn du alles besser weißt, wozu brauchst du dann mich? Du sollst mir sagen, dass ich recht habe. Kann schon sein, dass es so passiert ist. Es ist so passiert. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Jo. Tschüss. Kommt man da rein in die Hütte? Was willst du, Rotzlöffel? Habe ich dir nicht klar zu verstehen gegeben, dass du dich vom Acker machen sollst? Aber ich kann dir helfen, herauszufinden, wer das in deiner Hütte war. Warst du, Göre, etwa wieder hinter meinem Haus? Ja, aber nur weil ich... Zum letzten Mal. Geh spielen. Ich habe keine Zeit für deine Albernheiten. Los, verzieh dich. Hey. Dich kenne ich doch. Naja, egal. Mir ist nicht nach Quatschen zumute. Oder willst du hier den Boden schrubben? Nein? Dachte ich mir. Was hier riecht es etwas streng. Irgendein Dreckschwein hat meine Hütte als öffentliches Klo missbraucht. Hat mir eine volle Ladung vors Bett gekoffert. Das ist ja widerlich. Ach was. Und solange ich nicht weiß, wer das war, kann Fenris einen anderen für das Südtor abstellen. Da beschützt man die Leute und zum Dank legen sie dir einen Haufen in die Bude. Frechheit. Soll ich dir einen Eimer Wasser besorgen? Das mache ich schon selbst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, pass auf diese Hosenscheißer auf. Kannst du ihnen nicht beweisen, aber ich wette, dass eines der Plagen schuld ist. Hm. Komm nur auf dumme Ideen, weil ihnen niemand den Hintern versohlt. Nicht schlecht. So, aber das ist nicht das, was ich machen wollte. Wo bin ich denn jetzt gerade? Da. Genau, ich wollte zu Fenris.
Thorhild sagt, du kümmerst dich um die Verteilung der Splitter. Ja, und das ist keine schöne Angelegenheit, das kannst du mir glauben. Jeder verlangt mehr oder fühlt sich benachteiligt. Die Setzer zum Beispiel. Daher dein Besuch. Ich kann Thorhild nicht mehr Splitter zuteilen. Ich müsste von den anderen Erzberserkern etwas einbehalten. Und Scrappy ist eh schon unterbezahlt. Sprich mit Tilas. Wenn er auf einen Teil der Splitter verzichtet, lässt sich vielleicht was machen. Und Tilas, wo ist Tilas? Da ist Tilas. Ah, macht er bestimmt auch nicht. Ist doch wieder komplett durcheinander. Er kann es nicht lassen. Was ist jetzt schon wieder? Würdest du für die Sätze auf einen Teil deiner Splitter verzichten? Hör mal her, du Lümmel. Nun werd mal nicht dreist. Es ist dringend. Thorhild laufen die Arbeitskräfte davon. So? Na dann wende dich an meinen Gehilfen. Wenn hier einer verzichten soll, dann dieser Bengel Reik. Ich nicht. Ich bin es langsam leid, von euch herumgeschickt zu werden. Aha, ich bin also nicht der Erste, den du fragst. Keiner macht die Taschen auf, aber mit mir kann man es machen. Wie? Ich arbeite für zwei, gönne mir selten eine Pause. Und jetzt das. Auch meine Geduld kennt Grenzen. Daher sehe ich mich gezwungen, von der Sonderregel A38 Gebrauch zu machen. Was? Der Bestand eines Alchemisten darf nicht zweckentfremdet werden. Mein Elixit zählt selbstverständlich dazu. Und jetzt? Habe ich doch schon gesagt. Wende dich an meinen Gehilfen. Ich hielt es für eine gute Idee, ihn mit Splittern zu motivieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Was ihm gestrichen wird, kann bekommen, wer will. Das wird Reik nicht gefallen. Exakt. Deswegen wirst du ihn auch überzeugen, dass er seine Splitter hergibt. Wenn ich über seinen Kopf entscheide, tut der faule Hund keinen Handschlag mehr. Also ab mit dir in die Taverne. Dort hat er sich unter Garantie verkrochen. Ah, der Typ, der sich die ganze Zeit entschuldigen würdest. Kopf zuballert. Alles klar. Hoffentlich kann ich den jetzt vermöbeln, ey. Sieht eher aus wie so ein Lauch. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Dann trink schneller, wir haben was zu klären. So? Dann lass mal hören. Die Setzer wollen mehr Splitter, sonst arbeiten sie nicht. Ah, ich verstehe. Nicht. Welche Rolle spiele ich in dem Stück? Du sollst für sie auf einen Teil deines Lohns verzichten. Den Floh hat dir sicher Tilas ins Ohr gesetzt. Irrelevant. Teilst du oder nicht? Dich müssen sie ja richtig an der Nase herumgeführt haben. Ich habe eine bessere Idee. Wenn du mir jetzt sagst, ich soll wen anders aufsuchen, vergiss es. Hast wohl einen Marathon hinter dir, was? Keine Sorge. Nimm dieses Elixit. Kleiner Vertrauensbeweis, dass meine Lösung dich zufriedenstellen wird. Bin nämlich bekannt dafür, ausweglose Situationen zu meistern. Verstehe auch nicht, dass die Pfeifen dich nicht gleich zu mir geschickt haben. Aber jetzt hör zu. Wir treffen uns hier in einem Tag wieder. Ich muss ein paar alte Gefallen einfordern.
Dann bekommst du, was die Setzer verlangen. Ich besorge mir jetzt erstmal ein bisschen Gedankennahrung. Flüssige, versteht sich. Okay, in einem Tag. Geh jetzt eben zurück. Guck mal, ob ich zumindest die 150, 101 zahlen kann bei dir. Ich glaube, dann schlafen wir einfach einen Tag. Oder harren einen Tag aus. Mal gucken. Du kennst deine Aufgabe. Ja, ach so, okay. Alles klar, wollen sie nicht. Kann ich irgendwo schlafen eigentlich? Warte, die haben doch hier irgendwo Betten und so. Bestimmt. Ja, hier. Oh nee, und hier kann man nicht schlafen oder was? Bis zum nächsten Morgen schlafen. Verdammt. Die Menschen kümmern sich nur um ihre Probleme. Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, werden sie einfach ausgelöscht. So. Ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, dass dieser Reik jetzt nicht mehr in der Taverne ist. Tja, wenn die Klinge stumpf ist. Er hat jetzt bestimmt seine Klamotten gepackt und ist gegangen. Nee, der ist noch da. Der Mann der Stunde. Und überpünktlich. Ich habe die Lösung für dein Setzerproblem gefunden. Aber die ist nur für deine Ohren bestimmt. Wir wollen ja keine unnötige Aufmerksamkeit. Folg mir. Nur ein paar Schritte, dann wirst du Augen machen. Mhm. Erstmal speichern. Auch leer. Und die? Ebenfalls. Komisch. Aha. Grüß dich, Freund. Du bist also der Typ, der es auf Reiks Börse abgesehen hat? Korrekt. Dann wird dir nicht gefallen, was gleich passieren wird. Jetzt schlag ihm schon die Fresse ein! Du hast es ja gehört. Ist nichts Persönliches. Na klar. Vergiss nicht, dass der Scheißkerl noch meine Splitter hat! Schon klar. Und jetzt hau ab. Ich übernehme ab hier. Ist gleich vorbei, Kleiner. Du wirst nichts merken. Versprochen. Am besten wehrst du dich erst gar nicht. Ah!
Hey du, ich muss mit dir unter vier Augen sprechen. Natürlich, was gibt es denn? Wieder ein Auftrag in Tavar? Nein, ich... lass uns einen Ort aufsuchen, wo uns niemand beobachtet. Okay, ganz wie du willst. Sag mir mal, wann du dafür Zeit hast, ja? Ja gut, noch direkter kann man nicht sein, ne? Alles klar. So, als nächstes ist Reik fällig. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Was ist? Willst du dich über mich lustig machen? Du hättest nicht für Reik arbeiten sollen. Ich bin Söldner. Wofür man mich bezahlt. Hello there. Nur, dass ich dieses Mal wohl leer ausgehe. Moin, Julia. Du mir einen Gefallen und zeigst diesem Penner. Ich habe ihm schließlich meine Beulen zu verdanken. Hat sich sicher in der Nähe verkrochen. Ich verzieh mich jetzt. Muss diesen Reinfall mit ein paar Drinks runterspülen. Oh, schade, sein Schwert kriege ich jetzt nicht, oder wie? Okay. Schade. Mich interessiert das nicht. Wo ist der Vogel? Ah, nicht hier. Da hinten ist er. Was zum Henker machst du denn hier? Du hättest dir einen stärkeren Schläger aussuchen sollen. Also, hör mal, das war doch nur ein Spaß unter Freunden. Sag Tilas, du kannst meine Splitter haben. Kein Grund, gewalttätig zu werden, ja? Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Scheiße! Nichts wie weg! Reik kann von der Gehaltsliste gestrichen werden. Ich sollte Thorhild und Tilas Bescheid geben. Lässt du das? Das war jetzt aber ganz schön mies. Hm. Hat keinen gejuckt, der hat mich ja verarscht. So. Moment, jetzt muss ich zu Tilas zurück, ne? Tilas, ja genau. Keiner zieht mich hier über den Tisch. Muss er halt dafür bezahlen. Hat sich verabschiedet. Der Strolch sollte doch noch die Retorten säubern. Das wird ihm schwerfallen. Er ist tot. Weißt du was? Der Verlust hält sich in Grenzen. Seine Faxen haben mir mehr als einmal den Nerv geraubt. Gut, dass das vorbei ist. Du kannst Thorhild sagen, sie kann seine Splitter haben. Danke, dass du mich in Kenntnis gesetzt hast. Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird. Hm.
Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Bezahl mich, dann helfe ich dir. Bitte? Du hast mich schon verstanden. Kohle, Kies, Elixit, ich will Splitter für meine Arbeit sehen. Prämien verteile ich grundsätzlich nicht. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Nochmal zum Mitschreiben. Ich arbeite nicht umsonst. Himmelsakrament noch eins. Ich vermisse meinen Lehrling. Spür ihn auf. Tu das und du sollst deine Belohnung bekommen. Ja, endlich. Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? Ja, ich will Kohle. Also Kohle springen lassen, sonst gibt's hier ja nichts. So. Können wir endlich die Quest dort unten abgeben? Mich raten. Du konntest für die Setzer keine Splitter aushandeln? Im Gegenteil. Na, da bin ich aber gespannt, welche Geschichte du mir jetzt auftischen wirst. Thielers Gehilfe hat sich bereit erklärt, sein Gehalt zu spenden. Was? Freiwillig hat der noch nie die Taschen leer gemacht. Es hat doch keiner gesagt, dass es freiwillig war. Oh, verstehe. Also, wirst du das Elixit unter deinen Leuten aufteilen? Natürlich. Vielleicht sorgen die Splitter ja dafür, dass sie endlich konzentrierter arbeiten. Du kannst Butch sagen, dass die Setzer mehr Lohn bekommen werden. Kein Problem. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Ich bin ja absoluter Laufbursche für die, ne? Super nervig. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Entweder du gibst mir jetzt meine Splitter, oder ich brech dir ein bisschen deinen Kiefer. Kannst ja versuchen, es dir zu holen. Du hast es nicht anders gewollt. Mach dich auf eine Welt der Schmerzen gefasst. Ach, ist auch noch Magier oder was? Erstmal speichern. Da bist du ja wieder. Du bist gerannt, als hätte dir jemand in die Hose geschissen. Glaub nicht, dass du so einfach davon kommst. Ich bekomme meine Bezahlung für die Tour durchs Fort schon noch. Er hat mich gewonshottet. Ich hoffe, du lässt dir das eine Lehre sein. Bezahlst du jetzt deine Schulden für meine Tour durchs Fort oder nicht? Ich hab nicht genug Splitter. Ich hab das dumpfe Gefühl, du lügst mich an. Weißt du was? Ich glaub, du hast deine Lektion noch nicht gelernt. Komm her. Egal, was er will. Warte, wir machen nochmal Laden. Ich knüppel den nieder, ey. Da bist du ja wieder. Ich weiß nicht, was ich davon habe. Was wird das?
erstmal weg. Oh nein. Noch ein. Ich mach den fertig, Mann. Ist mir egal. Ja, komm her. Haben wir ihn. Scheiße, Mann. Du hast einen ganz schönen Schlag drauf. Du kannst deine Splitter behalten. Das sind mir die paar Kröten echt nicht wert. Na, bin ich denn los? No. Jetzt muss ich zu Butch. Erstmal speichern. Weiter geht's. Ich weiß jetzt schon den Titel für diese Folge hier. Der Laufbursche. Wirklich? Die Setzer werden mehr Splitter bekommen. Unmöglich! Überzeug dich selbst. Und jetzt zurück aufs Feld. Du meinst es also ernst? Ich bin platt. Wenn sie uns jetzt noch wie Menschen behandeln würde, wäre es perfekt. Meinst du nicht, du könntest da was drehen? Ich meine, jetzt, wo du schon dabei bist, dich für uns einzusetzen. Ich überleg's mir. Echt stark von dir. Das glaube ich nicht. Also nochmal zu ihr hin. Na super, ey. Oh, ey. Ist das nervig. Ich komme heute aus dem Lager gar nicht mehr raus. Aber wenn ich jetzt mit ihr gequatscht habe, kann ich dann endlich mal zu Scrappy seiner Truhe unten im Süden und gucken, ob ich da jetzt drankomme und die klauen kann. Das wäre geil. Butch und die anderen Setzer arbeiten wieder. Das ist gut. Eine Sache gibt es allerdings noch, bei der ich deinen Rat gebrauchen könnte. Du hast bisher nicht den Eindruck gemacht, dass dich Ratschläge interessieren. Was du nicht sagst. Deshalb bitte ich dich ja darum. Ich habe Zeit. Was willst du von mir wissen? Nun, irgendwas sagt mir, dass die Splitter die Setzer nur kurz bei Laune halten werden. Kein Wunder, sie sind unzufrieden. Aber warum? Sogar brauchbares Werkzeug haben sie. Hast du ihnen denn mal zugehört? Wieso? Die Aufgabe ist doch klar. Ich habe ihnen mehr als einmal erklärt, was sie zu tun haben. Hast du es ihnen auch vorgemacht? Nein. Warum auch? Hast du ihre Arbeit mal gelobt? Nicht, dass ich wüsste. Und räumst du deinen Leuten die gleiche Zeit ein wie den Setzlingen? Nicht wirklich. Das habe ich mir gedacht. Ich begreife langsam, was du mir sagen willst. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Danke für deinen Gedankenanstoß. Nicht zu danken. Ich werde Fenris ausrichten, dass du mir eine Hilfe warst. Nun, entschuldige mich. Es gibt da was zu klären. Gut. Ja, ich kann auch für Gutes sorgen. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Scrappy seiner Kiste. Ich weiß gar nicht, welches Level habe ich mittlerweile eigentlich. Wo sehe ich denn das? Ach da, Stufe 9 bin ich mittlerweile, ja. Okay, nice. Hm.
tut es mir leid. Behalt das besser für dich. Okay, hier ist niemand bisher. Jetzt gerade. Schon mal speichern. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier alles mit. Jetzt hat er Figur aus Schrott. Unverkäuflich. Beschädigte Kriegsarmbrust. Boah, die ist heftig. Nehmen wir mit. Treibstoff. Juhu. Ja, Chili. Immer noch Chili. Dosenfleisch. Okay. Ja, das ist nicht ganz so krass, wie ich es erhofft hatte. Der Loot. Aber immerhin. Mal schnell kochen. So. Gut, dann kann ich hier die Kiste auch wieder als Markierung wegmachen. Zack. Und wir müssen schauen, was war. Hä? Warte mal. Okay, keine Ahnung. Was wir als nächstes machen? Ach, den Mörtel, den hab ich, ne? Dann kann ich zum Baumeister einmal hin. Wo ist er denn? Ah. Muss ich ihm auch noch geben. Dass der hier mal die Bude auf Vordermann bringen kann. Bin schon gespannt auf die Bastion. Ich muss mir erst einmal ein Bild von dem Material und den Leuten dort machen. Ich habe das Gefühl, dass ihr noch nichts für eure Kampftruppe in der Bastion geplant habt, oder? Nun, um ehrlich zu sein... Na super, das hätte ich mir auch denken können. Na schön, im Grunde wusste ich ja schon, worauf es hinausläuft. Also ein Minimum an guten Waffengefährten, auf die du dich verlassen kannst, solltest auch du beisteuern. Am besten, wenn es besonders gute Vertraute von dir sind, für die du dir deinen rechten Arm abhacken würdest. Kriegst du das hin? Die einzigen Waffengefährten, für die ich mich verbürgen würde, sind Kaya und meine alte Kampfdrohne. Mhm. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Am besten, du gibst mir umgehend Bescheid, wenn du sie rekrutieren konntest, okay? Okay, Kaya wird uns unterstützen. Kaya wird uns unterstützen. Tja, was soll ich sagen? Über Kayas Fähigkeiten brauchen wir nicht zu reden. Ich bin immer sehr stolz darauf, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Schon mal gut, aber das reicht noch nicht. Was war denn mit deiner anderen vertrauenswürdigen Option, die du genannt hattest? Wäre gut, wenn du die auch noch rekrutieren könntest. Hey, du kommst auf hier rum. Da stolperst du doch bestimmt über das eine oder andere lukrative Geschäft, oder? Mhm. Wie wär's denn mit einer Elixitspende für die Gemeinschaft der Bastion? Es würde sich nicht nur für die sechste Macht lohnen. Dein Gewinn wäre das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Also, wie sieht's aus? Das. Ich habe meine alte Kampfdrohne wiedergefunden. Sie wird uns helfen. Eine Kampfdrohne der Alps, wenn ich richtig informiert bin, ja? Ich bürge für sie. Okay, okay. Du wirst schon wissen, was du tust. So ein Ding kann einem gute Dienste leisten, zumindest wenn man die Kontrolle darüber behält.
Okay, damit können wir schon mal arbeiten. Hoffen wir, dass es auch weiterhin vorangeht. Ich will für die Gemeinschaft spenden. Gut. Wie viel Elixit darf ich verbuchen? Puh. Erstmal 500. Sehr gut. Das wird dir anderweitig sicher noch zugutekommen. Was passiert jetzt als nächstes? Jetzt kommt für mich die Zeit der Bestandsaufnahme. Ich werde schauen, was wir noch brauchen. Und du machst am besten... Nun, das, was du halt so tun musst. Wenn du noch mehr gute Leute ranschaffen kannst, dann immer her damit. Auch wenn du bei ihnen noch nicht sicher bist, ob sie gänzlich vertrauenswürdig sind. Je mehr, desto besser. Ich krieg den Haufen schon irgendwie in den Griff. Keine Ahnung, was er erwartet. Machen wir das schon mal so. Er kriegt jetzt erstmal sein Material. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann, Mann! Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Handlanger. Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja, ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. So, jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Warten wir mal eben mit dem alten Mann. Gucken, ob der was Neues zu sagen hat. Ah. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser, du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Okay. Der Warlord Tiag ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Sehr gut. Ich schätze, wir können ihm vertrauen? Ich hätte ihn nicht vorgeschlagen, wenn ich glauben würde, dass er uns in den Rücken fallen wird. Sehr gut. Weiter so. Ach, und du weißt ja, je später du dich einer Fraktion anschließt, desto schwerer wird es. Die Ausbildungen und Ausrüstungen der anderen Gemeinschaften werden dir helfen, deine Kämpfe besser zu bestreiten. Ja, ich weiß, wie immer. Schön, dann wären wir erst einmal gut aufgestellt. Die Bastion fängt an, Gestalt anzunehmen. Doch wir müssen uns noch weiter vorbereiten, auf diejenigen, die kommen werden, die Welt in Besitz zu nehmen. Ja, so etwas in der Art hast du früher auch schon einmal gesagt. Im Eispalast. Wenn ich so etwas von dir höre, frage ich mich, wie viel von der Hybridmaschine immer noch in dir steckt. Lass uns bei den Fakten bleiben, Jax. Paranoia steht dir nicht besonders. Wir sollten uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir haben lediglich einen Grundstein gelegt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Bald werden noch mehr zu uns stoßen. Die sechste Macht wird ein Zufluchtsort und neue Heimat für viele Menschen werden. Gut gemacht, Jax. Ich hatte nicht an dir gezweifelt. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Skyans haben Spähtrupps entsandt. Ich soll sie ausschalten, bevor sie ihrer Führung Meldung machen können. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben,
damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran, je eher du einer Fraktion angehörst... Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Oh. Ich denke... Vergiss nicht, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ich weiß, deine Infektion. Ich arbeite daran. Ich denke, es ist auch bald Zeit, dass ich mal die anderen Fraktionen aufsuche. Also, ich weiß, dass hier auf jeden Fall noch was sein wird. Oder was ist. Und hier oben ist auch noch was. Wir können sonst ja mal hoch ins Schneegebiet, oder? Könnte man ja mal machen. Gehe ich hier außen rum. Ja. Zumindest, dass wir da auch mal einen Teleporter kriegen. Das wäre ganz geil. Machen wir uns mal auf ins Schneegebiet. Geldkassette, war da noch was? Geld, okay. Stinkt's nach Trollscheiße. Ich hasse den Geruch. Lass uns lieber wieder verschwinden. Oh, da hinten sind ganz viele Trolle. Was haben wir hier? Wieder ein altes Versteck. War alles mit. Elixierbeutel, jawohl.